Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Teil des Assassin's Creed. Ich werde mir den Kommentar bzw. den Videoabschnitt hier nochmal anhören Malik, müssen. Wollt ihr noch mehr Zeit vergeuden? Ich habe Talal gefunden. Ich bin bereit für meine Mission. Ist blöd, dass man das nicht irgendwie abbrechen kann. Bei mir. Nun gut, Folgendes habe ich erfahren. Er handelt mit Menschenleben, entführt Bürger Jerusalems und verkauft sie in die Sklaverei. Ein Lager in der Barbakane nördlich von hier dient ihm als Basis. Just in diesem Moment bereitet er eine Karawane vor. Ich schlage zu, wenn er sein Lager inspiziert. Wenn ich seinen Männern ausweichen kann, sollte Talal selbst kein großes Hindernis darstellen. Kein großes Hindernis? Hört euch an! Wie arrogant! Sind wir fertig? Seid ihr zufrieden mit meinem Wissen? Nein. Aber es muss reichen. Ja, gib mir das Ding nochmal. Ruht, bereitet euch vor, weint still in der Ecke. Tut, was ihr immer tut, bevor ihr ans Werk geht. Aber tut es leise. Ja, das kriegen wir hin. Nee, wie gesagt, anscheinend hat er beim letzten Mal wieder nicht gespeichert und deswegen auch das, den Wegpunkt nicht gesetzt. Eben auf die Karte gucken. So. Bevor ich mir den schnappe, hole ich mir hier hinten noch eben den Bürger. So. Ja, das kriegen wir hin. Ich laufe nur in die falsche Richtung. Ich muss dahin. Was denkt dieser Mann sich nur? So, wieder mit Dächer. In der Regel sind die Dächer nämlich, glaube ich, die schnellste Möglichkeit, von A nach B zu kommen. So, bin ich jetzt hier richtig? Ja. So, dahin hüpfen. Hier rüber. Da. Kacke. Sollte Richard Jaffa einnehmen, ist er nicht mehr zu stoppen. Er wird dann gegen Jerusalem ziehen. Wir müssen ihn aufhalten, bevor es endgültig zu spät ist. Er wird sich verletzen. Bürger, es ist doch nicht erlaubt, nicht zu sein. Wer spricht? Ihr habt das. Okay. So. Welche Richtung kann ich denn jetzt mal effektiv weiter? Ich würde mal tippen hier. Und dann da irgendwie rüber. Wer hat das getan? Der hier oben hängt. So. Läuft hier irgendwas an Wache rum? So. Werde ich nämlich jetzt erst einmal um das Ziel rumlaufen. 137 Meter die Richtung. Einmal hoch hier. Dann geht's nach da weiter. Ne, von hier aus kann ich das leider noch nicht sehen. Halte ich doch mal irgendwo fest. Er sollte aufhören, sich wie ein Kind zu benehmen. Ich glaube nicht, dass ein Kind so komisch durch die Gegend springen kann wie ich. So, hier unten müsste das irgendwo sein. Oh, hallo. Ich nehme mal den Weg. Na. Es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten. So. Gehen wir wieder ein bisschen in Deckung. Ist hier ein Weg. Ach, der lässt mich da wieder nicht rein. Das ist ja einer. Muss ich mir einen anderen Weg suchen. Gehen wir wieder aufs Dach. Da haben wir Erfahrung. Geh, du Bauer, bevor ich mich vergesse. Ja, ich bin ja schon weg. Geht schnell. Bin doch schon weg.
Aua. 64 Meter noch. Kommen wir hier irgendwie durch? Ja. Gen Süden zieht der englische König mit seinem Heer von Ungläubigen und hinterlässt eine Spur des Schreckens. Ja genau, bleib du da in der Ecke stehen, ich mach dich eben kaputt. Hallo. So, der nächste Templer ist deaktiviert. Hallo. 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 Kommen die mir hier hinterher? Ja genau, fall du da mal runter. So, wann ist die Agro weg? Verflucht ihn! Verflucht den englischen König und sein Heer von Ungläubigen! Steht hier oben denn noch jemand? Und dafür müssen sie zahlen! Wo immer sie reiten, hinterlassen sie eine Schneise des Leibes! Dieb! Sie nennen es einen Kreuzzug! Hier wird nicht gestorben! Ein Kreuzzug für was? Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen! Das wird euch das Leben kosten! Ich bin ja schon da. Ich hol mir deinen Kopf. Das wird nicht gut enden. Ja. Bleib stehen! Ihr könnt nicht entkommen. Ich werde euch in die Schranken weisen. Der Herr steht auf meiner Seite. So. Der nächste. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. So, 18 Meter noch, dann ist auch das Ziel hier. Bin mal gespannt, was das jetzt gibt. Ich tarn mich einfach mal ein bisschen und lauf mal die Richtung. Und hinterlässt er den Stuhl des Schreckens. Salah al-Din reitet ihm entgegen, um diese barbarischen Taten zu rächen. So, er muss anscheinend hier irgendwo drin sein. Kann ich da reingucken? Diesen sei sein Name, mit uns sein werde, auf dass er uns den Sieg schenkt. Moment. Einmal die Karte bitte. Hier standen doch noch irgendwo... Da. Ich versuche einfach mal, ob ich mit den... hier, mit den... Oh, komm ich hier rein? Im Kampf für unsere Klone. Was? Hilfe? Hilfe? Was nun, Sklaventreiber? Nennt mich nicht so. Ich versuche nur zu helfen, so wie mir geholfen wurde. Ihr tut ihnen keinen Gefallen, damit sie so einzupferchen. Ein Pferdchen. Ich biete Ihnen Schutz und bereite Sie auf die Reise vor, die vor uns liegt. Welche Reise? In ein Leben der Knechtschaft? Ihr wisst gar nichts. Es war dumm, euch hierher zu bringen. Zu denken, dass ihr sehen und verstehen würdet. Ich verstehe sehr gut. Zeigt euch! Wo ist er denn? Ich glaube, das war ein kleiner Fehler, hier reinzugehen. Ihr wollt den Mann sehen, der euch hergerufen hat. Ihr habt mich nicht gerufen. Ich kam von allein. Oha. Das wird jetzt spaßig. Ja? Wer hat die Tür geöffnet? Den Weg freigemacht? Musstet ihr nur einmal eure Klinge gegen einen meiner Männer erheben? Nein. Ja. All das tat ich für euch. Dann tretet ins Licht und ich werde euch einen letzten Wunsch erfüllen. Will ich das? Was ist? Habt ihr Angst vor Licht? Ich habe keine Angst vor Licht. Ich werde nur nicht gerne angegriffen. Ich glaube, das war ein kleiner Fehler. Ah. Nun stehe ich vor euch. Was ist euer Begehr? Kommt herunter. Lasst uns das ehrenvoll beenden. Warum muss es immer in Gewalt enden? Ich glaube, ich kann euch nicht helfen. Denn ihr wollt euch selbst nicht helfen. Und ich kann nicht zulassen, dass mein Werk gefährdet wird. Ihr lasst mir keine Wahl. Ihr müsst sterben. Was?
Nein, will ich nicht. Will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Das wird euch eine Lehre sein. Möge der Herr deiner Seele gnädig sein. Hilfe. Erledigt ihn. Hilfe. Ich habe ein kleines bisschen Angst, muss ich sagen. Die werden, glaube ich, ein bisschen arg aggro. Hallo. Hallo. Ich konnte hier doch die ganze Zeit. Hier wird nicht gestorben. Alter, Hilfe. Was ist los mit euch? Und du? Darf ich irgendwo hochklettern? Vielleicht kann ich mich ja hier in Sicherheit bringen. Ich würde ja gerne die Kamera mal ein bisschen drehen. Anscheinend komme ich da hinten hoch. Wo ist er? Na, nicht schubsen. Es ist unfair. Schubsen ist unfair. Oh Mann. Hallo, hoch mit dir. Wo ist er? Hallo. Was zur Hölle? Komm her. Komm her. Wo bist du? Hallo. Lass mich mal bitte in Ruhe. Das war doch mal gut. Bam, das ging ja schneller, als ich gedacht habe. Teilt euer Geheimnis mit mir. Mein Part ist beendet. Die Bruderschaft ist nicht so schwach, als dass mein Tod sie aufhalten würde. Welche Bruderschaft? Al-Mualim ist nicht der Einzige, der Pläne für das Heilige Land hat. Und mehr werdet ihr von mir nicht erfahren. Dann sind wir fertig. Bittet euren Gott um Gnade. Wenn es je einen gab, hat er uns lange verlassen. Uns und die Männer und Frauen, die ich bei mir aufgenommen habe. Wie meint ihr das? Bettler, Huren, Süchtige. Klingt das nach tüchtigen Sklaven für euch? Unfähig selbst für die niedersten Arbeiten? Nein, ich verkaufe sie nicht. Ich rette sie. Aber ihr würdet uns alle töten. Und das nur, weil man es euch befahl. Nein, ihr profitiert vom Krieg, von zerstörten und gebrochenen Leben. Ja, so denkt ihr in eurer Unwissenheit. Euren Geist abschalten. Man sagt, das könnt ihr am besten. Erkennt ihr nicht die Ironie darin? Nein, wohl noch nicht. Aber bald. Ja, dann war das doch gut, dass wir die Partisanen hier, beziehungsweise die Bürger gerettet haben und dementsprechend dann auch, ich setz mich mal hin, dementsprechend auch die Partisanen hatten, die den ja festgehalten haben, den guten Mann. So, Reinitialisierung. Wo muss ich denn jetzt hin? Immer auf die Karte schauen. Ist das hier? Nee, Gelehrte will ich ja gar nicht. Okay, ich muss zum Büro zurück. Werd wahrscheinlich in der Zeit auch noch 13.000 Mal erkannt. Da kann ich aufs Dach hoch. Versuchen wir es einfach mal. Hallo. Wir müssen ihn aufhalten, bevor es endgültig zu spät ist. Was tut der denn? Bist doch ein Idiot, Alter, ihr. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ihr seid hier nicht erwünscht. Ja, du kletter da doch mal hoch. Hallo. Hochklettern?
kaputt hauen? Ja genau, fall du mal runter. So, irgendwo hier müsste doch das Büro sein. Das ging ja aber echt fixer, als ich gedacht habe. Das war nicht verkehrt. Ich glaube, da vorne ist auch schon das Büro. Ein bisschen Anlauf nehmen. In der Hoffnung, dass der hier nicht wieder runterfällt. Ich bin weg. Was? Wieso ist hier zu? Hallo? Was, wer bist du denn? Gehst du wohl hier vom Dach runter? So, jetzt ist hier auch auf. Fallen lassen. So. Altair, wie wunderbar, dass ihr zurückgekehrt seid. Ach, jetzt so scheißen freundlich. Eure Mission? Die Tat ist vollbracht. Talal ist tot. Oh, ich weiß. Für wahr. Die ganze Stadt weiß es. Habt ihr die Bedeutung von dezent vergessen? Ein Assassine stellt sicher, dass viele von seiner Tat erfahren. Nein, ein fähiger Assassine behält jederzeit die Kontrolle. Wir können über Details streiten, Malik, aber Tatsache ist, dass ich die von Al-Mualim übertragene Aufgabe erfüllt habe. Dann geht. Super. Kehrt zu dem Alten zurück. Lasst uns sehen, auf wessen Seite er steht. Ihr und ich stehen auf derselben Seite, Malik. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Jiha. So, Gedächtnisabschnitt 3, Attentat beendet. Damit haben wir jetzt auch nach Akkon auch Jerusalem beendet. Speichern. Und nu? Wo lande ich jetzt? Bei unserem Chef oder im Labor? Verdammt, was ist jetzt schon wieder? Das wüsste ich auch gerne. Ich habe komische Temperaturanzeigen. Ich glaube, der Animus läuft heiß. Jesus, immer ist irgendwas. Wie lange? Weiß ich noch nicht. Diese Verzögerungen sind inakzeptabel, Miss Stirne. Ich will jede Stunde einen Bericht. Es wird ein Weilchen dauern, Desmond. Warum legen Sie sich nicht hin oder so? Ruhen sich aus. Kann ich nicht auch mit euch quatschen? Hey Doc, bleib mal hier. Ja. Warum schreit er sie immer an? Es ist seine Maschine. Seine Theorien, aber er hat sie nicht selbst gebaut. Wer dann? Sie? Nein. Abstergo hat ein Ingenieursteam. Es gibt nicht viel, was sie nicht haben. Aber ich habe den Zusammenbau überwacht. Schätze, deshalb ist er immer wütend auf mich. Er ist ein Arsch. Er steht unter großem Druck. Wie wir alle. Unglaublich, dass Sie diesen Kerl verteidigen. Warren rettete mein Leben. Wenn er gern ein bisschen herumbrüllt, lassen Sie ihn. Herumbrüllen ist keine Lösung. So, können wir hier eigentlich aus dem Fenster gucken? Wo sind wir hier eigentlich? Bäh. Wo sind wir? Was ist das für eine Stadt? Warum ist das draußen alles so hell? Na. Kann ich mal eben mal den Rechner, meine E-Mails checken? Anscheinend nicht. So, kann ich hier sonst noch irgendwas machen? Anscheinend auch nicht. Dann werde ich mich mal schlafen legen. Was zum... Ah! Und war hier drin? Der Kleiderschrank ist auf einmal auf. Das ist doch schön. Sieht aus wie ein Zugangscode. Nur wofür? Ist da noch was im Schrank? Hm.
Kann ich hier noch irgendwas machen? Das sieht aus wie eine Knastzelle. So, rauskommen tue ich hier nicht mehr. Was ist das? Achso, interagieren mit dem Bett. Was sind das für komische Zeichen? Oh, raus Kaffee. Aus dem Bett! Es wird ein schöner Tag. Sie sind aber heute gut gelaunt. Miss Dillman hat einige Modifikationen am Animus vorgenommen. Und nebenbei LSD in meinen Kaffee gekippt. Sie sollten jetzt noch länger drin bleiben können. Um Ihnen bei der Schatzsuche zu helfen? Das ist eine ernste Angelegenheit, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen die Arbeit, die Abstergo leistet, nicht zu würdigen. Vielleicht, weil ich überhaupt nicht weiß, was ihr Leute tut. Wir ändern die Welt. Jeden Tag. Auf 100 verschiedene Arten. Wussten Sie, dass beinahe jeder Durchbruch des letzten Jahrtausends, sei er medizinisch, mechanisch oder philosophisch, von Abstergo oder seinen Vorgängern kam? Was? Das ist eine kühne Behauptung, Doc. Meinen Sie nicht, Sie übertreiben da ein bisschen? Nicht im geringsten. Oh, natürlich ernten wir nicht die Lorbeeren. Das würde viel zu viel Aufsehen erregen. Wir suchen uns unsere Günstlinge sorgfältig aus. Warum? Ist das nicht offensichtlich? Es bedeutet, dass wir die Kontrolle haben. Aber wie? Was macht sie so besonders, so clever, dass sie all diese Dinge erfinden konnten und wir Normalsterblichen wie die Idioten herumstolpern? Um fair zu sein, wir erfinden sie nicht. Wir finden sie. Finden? Es sind Geschenke, Mr. Miles. Von denen, die vor uns waren. Ah, wir ja. Sprechen später weiter. Die Zeit drängt. Rennt er weg, ohne uns einen Kaffee zu geben? Hallo. Ich will auch einen. Morgen, Desmond. Ja, hi. Hallo, ich will einen Kaffee. Ich will einen Kaffee. Hm. Was immer das auch war, wir haben es ja jetzt. Hallo, kann ich Kaffee haben? Hallo, ich will einen Kaffee. Hm. Dann nicht. Was haben wir denn da eigentlich geklaut? Ich dachte eigentlich, man könnte interagieren und Kaffee kriegen. Hallo. Spielen Jetzt. Sie keine Spielchen, Mr. Miles. Hinlegen. Ja, ist ja gut. Ich habe gedacht, ich könnte mich mit der Dame da noch unterhalten. Vielleicht weiß die, wo man Kaffee herkriegt. Dann mal wieder zurück in den Animus. So. Und fortsetzen. Wenn sie entdeckt wurden, töten sie einige ihrer Verfolger, um leichter zu entkommen. Ich töte mal alle. Also so gut wie. Wenn es nicht gerade 1300 sind. Tretet ein, Alter, ihr. Ich bin doch schon da. Ihr schlagt euch gut. 3 von 9 sind tot. Und dafür gebührt euch mein Dank. Aber ruht euch nicht auf euren Lorbeeren aus. Es hat gerade erst begonnen. Ich stehe zu euren Diensten, Meister. König Richard, ermutigt durch seinen Sieg bei Akkon, bereitet einen Zug gen Süden auf Jerusalem vor. Salah al-Din ist sich dessen bewusst und sammelt die Seinen vor der zerstörten Zitadelle von Arsur. Wollt ihr denn, dass ich beide töte? Ihren Krieg beende, bevor er richtig beginnt? Nein. Das würde ihre Armeen zerstreuen und das Land dem Blutdurst tausender zielloser Recken preisgeben. Sie werden erst in vielen Tagen aufeinandertreffen. Und derweil sie marschieren, kämpfen sie nicht. Ihr müsst euch um eine dringlichere Bedrohung kümmern. Die Männer, die so tun, als würden sie in ihrer Abwesenheit herrschen. Liefert mir Namen und ich liefere euch Blut. Das werde ich. Abul Nukut, der reichste Mann in Damaskus. Majid ad-Din, Regent von Jerusalem. Wilhelm von Montferrat, Lehnsherr von Akkon. Was sind ihre Vergehen? Gier, Arroganz, das Abschlachten Unschuldiger. Mischt euch unter das Volk dieser Städte. Dann erfahrt ihr von ihren Sünden. Habt keinen Zweifel, dass diese Männer dem Frieden, den wir suchen, im Wege stehen. Dann sollen sie sterben. Ihr habt euch ein weiteres Ausrüstungsstück verdient. Nehmt es. Macht es euch zunutze. Was gibt's denn Kehrt diesmal? Nach jedem Anschlag zu mir zurück, auf dass wir ihre Absichten erkennen mögen. Ja.
Und schon wieder fliegen. Seid wachsam. Eure Taten haben wohl die Aufmerksamkeit der Stadtwachen erhöht. Sie werden jetzt misstrauischer sein als zuvor. Mist. Aber schön finde ich auch wieder, dass die Vögel wieder durch die Fenster fliegen. So, was haben wir denn diesmal gekriegt? Kanten greifen. Das ist ja schon mal gut. Fähigkeit erlernt losreißen. Auch nicht schlecht. Gibt es auch noch neue Waffen. Sieht nicht so aus. Aber dann wollen wir doch mal die Fertigkeit losreißen ausprobieren. Ah, den kennen wir doch irgendwo her. Alter, ihr, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Das kriegen wir hin. Irgendwie muss ich, wenn ich den höre, immer dran denken, man wendet sich nicht gegen Familie. Moment, Taste 8 und 2. Ja. Hallo? Taste 8 und 2 funktioniert wie jetzt. Ah, okay. Richtig. Wie oft muss ich das jetzt machen? Ich vergesse immer wieder die Tastenbelegung. Das Werk eines Meisters. Ja, wahrscheinlich muss ich es noch einmal machen, dann ist dieses Tutorial auch beendet. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Ja. Der Meinung bin ich auch. Tutorial verlassen. Jawohl. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Konzentriert euch auf euer Ziel. Lasst euch nicht ablenken. Toll, ich würde ja gerne mal speichern. Ah. Wählen Sie Ihr Ziel. Gute Frage. Zumindest haben wir jetzt eine Schnellreisefunktion. Das ist schon mal nicht verkehrt. Ich glaube, ich fange mal wieder in Damaskus an. Büro. Greifen Sie nach einem Vorsprung, wenn Sie beim Klettern abstürzen. Ja, das habe ich ja jetzt erst gelernt. Das war nämlich vorhin das, was ich die ganze Zeit versucht habe, beim Runterfallen noch irgendwas zu greifen. Aber das habe ich ja, wie gesagt, jetzt erst bekommen, diese Fähigkeit. Dementsprechend sollte es in Zukunft auch ein bisschen leichter laufen. Wir haben jetzt gespeichert, sind im Büro und dann würde ich sagen, beende ich den Part an dieser Stelle. Hoffe, ihr hattet Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis denn, tschüss.